Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder was Neues und spielen Star Wars The Old Republic. Das ist jetzt erstmal. Weg ist natürlich so Weg. Ein Arschlöcher. Dann. Jedi. Schmuggler, Soldat. Ich nehme Schmuggler und dann Revolver. Dann nehmen wir Schiss. Ich wollte eh mal wieder trainieren. Ja, das reicht wohl. Eine kleine Blessur, sag ich mal. Nicht wirklich was. Wir könnten einer Meinung sein, mit dem richtigen Betrag. Ich könnte einem Crate-Drachen seine Hörner abschwatzen. Okay, anscheinend ist es nicht auf meiner Tasche vorhanden. Machen wir Steuerung C. So, und jetzt starten wir das Spiel. Es war einmal vor langer, langer bei den Herren Galaxis. Oder wir verspringen es einfach. So geht's auch. Jetzt. Wir befinden uns auf Ort Mantel. Irgendein komischer Droide, wo ich nicht den Typ weiß. Irgendein komischer Typ, der an der Leiter rumwerkelt. Ein typischer Testfachter. Oh, ich kann nicht glauben, dass ihr es durch den Schießstand der Separatisten geschafft habt, Captain. Euer Schiff hat nicht einmal einen Kratzer. Es braucht Mut, mitten in einem Schlachtfeld zu landen. Nettes Manöver. Kein Problem bei meinen blitzschnellen Reflexen und dem perfekten Timing. Es war offensichtlich nicht das erste Mal, dass auf euch geschossen wurde. Ich denke nicht. Mein Name ist Skavak. Ich hole die Blaster in eurem Frachtraum ab. Entschuldigt die Eile, aber ich muss hier schnell verschwinden. Dieses Dorf war einmal sicher, aber die Separatisten übernehmen es langsam. An eurer Stelle würde ich versuchen, hier so schnell wie möglich abzuhauen. Wer sind diese Leute? Was wollen sie? Die Separatisten wollen sich von der Republik lossagen. Den Explosionen zufolge meinen sie es durchaus ernst.
Hört sich an, als kämen die Bomben näher. Die Separatisten werden jeden Moment über uns sein. Hier ist eure Bezahlung für die Lieferung, Captain. Ihr könnt los, sobald ich die Blaster habe. Skavak, wir haben ein großes Problem. Die Separatisten haben die Luftabwehrkanone erobert. Langsam, Corso. Wovon sprichst du? Sie haben hier so eine Art Fernsteuerstation platziert und die Zielcomputer der Kanone gehackt. Die verdammten Separatisten haben gerade einen republikanischen Frachter zerstört, der auf dem Weg hierher war. Mit wem habe ich die Ehre? Hä? Oh, Corso Rix. Ich gehöre zu Skavak. Schön, euch kennenzulernen. Mit diesen Fernsteuerstationen können die Separatisten den Computer der Luftabwehrkanone überbrücken und ihre Feuerkraft jederzeit gegen uns einsetzen. Das ist gar nicht gut, Captain. Die Separatisten werden euch abschießen, bevor ihr überhaupt an Flucht denken könnt. Die Separatisten haben überall in der Gegend Fernsteuerstationen. Ihr werdet wahrscheinlich mehrere treffen müssen, damit sie die Kontrolle über die Kanone verlieren. Entschuldigt mich, aber ich muss meinen Abzugfinger etwas trainieren. Viel Glück. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Gehen wir, Corso. Wir haben keine Zeit mehr. Nein, eigentlich ist es nicht normal. Es liegt daran, nur ich spiele halt fast ein Jahr und hab da auch ein paar... Nein, das ist vieles Buch. Der besser war meine Einstellung, ja. Ich spiele immer auf Verbesser, weil ich das am besten finde irgendwie. Erstmal die Fähigkeit noch da. Dann rausgehen. Ja, ich weiß, dass ich Abonnent bin. Schon zum zweiten Mal ein kleiner M83R. Ein Gleiter, den ich noch nicht benutzen kann. Ein weiterer Gleiter, den ich noch nicht benutzen kann. Eine Allianzflagge. Random Kartenzetteln. Bushi-Idol. Mein Titel. Lass dich dir was drin, weil ich weiß, dass du nicht in der Nähe kommst. Ja, den Astromech und den Gleiter habe ich durch einen Code, der noch immer gültig ist, obwohl. Ja. Also ich sag mal nur, New York Comic Con 2019, wir haben 2022, ja, war neu. Wartet mal kurz! Hauptquartier! Hier ist die Frontaufklärung! Bitte kommen! Hauptquartier! Mist, ich dachte, ich hätte sie! Ihr seht aus, als könntet ihr mit einem Blaster umgehen! Habt ihr Lust auf ein paar Heldentaten? Was soll ich denn tun? Wir brauchen Knarren! Und Leute, die damit umgehen können! Eine Separatisten-Miliz hat das Dorf besetzt. Wir nehmen also keine Anfänger oder Bauerntölpel. Die haben Experten mit erstklassigen Störgeräten. Damit behindern sie die Fernkommunikation von hier bis vor Garnik. Habt ihr einen Plan, wie ihr das Problem lösen könnt? Ich schätze, mir bleibt nur eine Option. Euch um Hilfe zu bitten. Ich soll Informationen an dieses Dorf weitergeben. Aber wegen der Störung kann ich keine Meldung machen. Jemand muss die Störer der Separatisten ausschalten. Wenn ihr also sowieso ins Dorf wollt, könntet ihr das ja vielleicht für uns übernehmen. Wenn ihr die Störer der Separatisten ausgeschaltet habt, meldet euch hier. Ich werde sehen, ob ich etwas Ausrüstung anfordern kann, die euch nützlich wäre. Ich hätte mal den Go-Krieg nicht so gut mit denen.
glaube ich, den Astromech aus. Nein, ich freue dich. Ich habe in dem Spiel keine Freunde. Haha. Ha, ha. Nein, ich spiele nur. Nein, ich kenne niemanden. Aber es ist doch. Ich glaube, ich sollte mich gleich nachdenken. Gute Idee. Seid ihr da? Hier ist Corso. Wir haben Ärger im Hangar. Ist mein Schiff in Ordnung? Im Moment schon, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Separatisten stürmen den Hangar. Wir bereiten ihnen einen herzlichen Empfang, aber wir könnten etwas Hilfe gebrauchen. Skavak, kommt her! Helft mir, diese Hangartür zu versiegeln! Skavak, was macht ihr? Was macht Skavak da? Ich hab da ein ganz mieses Gefühl, muss ich auch mal hier zu sagen. Erstmal raus hier. Schön, dass ihr heil zurück seid. Mein Trupp und ich sind euch etwas schuldig. Dank euch können wir die Störung durch die Separatisten überwinden. Jetzt können wir bald Bericht erstatten. Hier, aus unserem Privatvorrat. Passt auf euch auf, Held.
was wegen Audi. Melden Sie Ihre Beschwerden. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ich fühle mich, als hätte ein Gundark meinen Schädel als Trommel benutzt. Danke, dass ihr meine Haut gerettet habt, Captain. Skarvak hat diesen Separatisten geholfen, hier reinzukommen. Er hat uns verraten! Mein Schiff! Dieser Abschaum hat mein Schiff gestohlen! Und auch alle Waffen. Er und die Separatisten müssen das schon lange geplant haben. Ein Moment mal. Wo ist Fackel? Ich glaube es nicht. Skarvak hat mein Blaster gestohlen. Okay, dann ist ein Blaster Fackel. Okay. Fackel ist ein echter Blastec ALT-25 mit magnatomischem Haftgriff und seitlich angebrachten Entfernungsmesser. Die Fackel ist viel zu gut für Skarvak. Er darf damit nicht durchkommen. Damit kommt er nicht davon. Kommt schon. Kommt schon. Antwortet, verdammt. Was ist denn los, Corso? Habe ich deine Gefühle verletzt? Sei froh, dass du noch am Leben bist, Junge. Bringt mir mein Schiff zurück und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dieser Rosteimer fliegt sich wie ein betrunkener Taurücken, aber ich mag ihn. Ihr kennt das Sprichwort. Wer's findet, darf's behalten. Im Namen von Ortmantels tapferen Freiheitskämpfern danke ich euch für den Blaster, das Schiff und ein herzhaftes Lachen. Einen schönen Tag noch. Die Feier ist ein wenig verfrüht. Zwecklos. Er hat die Verbindung abgebrochen. Er hat schon immer gewusst, wie man einen Abgang macht. Skarvak hat meinen besten Blaster geklaut. Aber das ist wohl nichts im Vergleich zu eurem Schiff. Tut mir leid, Captain. Hört zu. Skarvak und ich haben für einen Kerl namens Vido gearbeitet. Wenn er rausfindet, dass Skarvak ein Separatist ist, wird er Rache wollen. Genau wie ihr. Tut euch selbst einen Gefallen und sprecht mit Vido in Fort Garnick. Ich versichere euch, dass er euch helfen wird, euer Schiff zurückzubekommen. Wer genau ist dein geheimnisvoller Boss? Wie kann er mir helfen? Vido ist der König der Fracht. Auf Ort Mantell trifft keine Ladung ein, ohne dass er darüber Bescheid weiß. Vido ist gerissen und hat überall Verbindungen. Wenn jemand euer Schiff finden kann, dann er. Ich muss diesen Hangar verschließen, aber ich werde Vido eine Holo schicken und ihm alles erklären. Fort Garnick ist nicht weit weg. Ich treffe euch dann bei Vido, Captain. Nicht hier.
wir sehen nur eine blaue Wolke, dann kann das irgendwie unrealistisch ist. Oh Mann. Bitte, ich kann euch das kaum verstecken. Oh, warte. Die Holokota. Omme Doppi. Ich weiß nicht, ob du lebst, aber ich glaube wohl. Tolla do patatuana wankislimo poi tai tukchachonga. Nakma noia choski nawi kuchusu yamata chutoya. Papa, ci wanta humpa muli rabam pavula. Ich hätte nichts dagegen, Leute von meinem Schlag zu treffen. Vielleicht, um über völlig legale Geschäftspraktiken zu sprechen. Ni umpi pat malia pat wana ne popo ce choppa goma. Ci donka ilishka changaga pabompa gonkalti. So ist wahrscheinlich eine Freundin von dem. Tschua Benki! Omme Doppi! Ah, nicht wahr. Aber es schadet ja nicht. Soldaten aus wieder nein. Kein Soldaten sich werden das von nicht verschnell werden. Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Was auch immer ihr braucht, wir haben es. Viel Glück da draußen. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Ich war noch kein Viel Glück da draußen. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Viel Glück da draußen. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Das sagen wir nicht, doch beiden. Das passt besser. Willkommen, Captain. Ich bin Vidu. Wie Corso sagt, hatten wir wohl einen schweren Tag. Wie wäre es mit einem Drink, um unsere Sorgen zu ertränken? Auf das, was mir am liebsten ist. Die beste Sammlung von Kunst und edlen Tropfen im ganzen System. Auf die verfluchten Separatisten, die alles zerstört haben. Ihnen und diesem Skavark habe ich es zu verdanken, dass ich ruiniert bin. Die Blaster, die Skavark mit eurem Schiff gestohlen hat, gehörten Rogun, dem Schlechter. Das ist kein besonders versöhnlicher Auftraggeber. Das ist schlimm. Tut mir leid. Bemitleidet euch lieber selbst. Ich arbeite für ihn, aber ihr arbeitet für mich. Er wird uns beiden die Schuld für diese Sauerei geben.
Er hat genug Leute getötet, um einen ganzen Frachtschiff-Konvoi mit den Leichen zu beladen. Und jetzt ist er sauer auf uns. Rogun hatte diese Blaster gekauft, um sein Geschäft vor den Separatisten zu schützen. Ratet mal, wer zuerst stirbt, wenn der Spitz kriegt, was passiert ist. Unsere einzige Chance, um das zu überleben, ist Skavak, euer Schiff und die gestohlenen Blaster zu finden. Ich habe eine Idee, wo ihr mit der Suche nach Skavak beginnen könnt. Ein Kerl namens Reki ist Experte, was die Separatisten angeht. Das Dumme ist nur, dass Reki hinter einer Blockade der Republik festsitzt. Die Truppen umzingeln sein Dorf, solange sie die Separatisten dort bewirten. Ich hole Reki schon aus diesem Dorf raus. So schwer kann es ja nicht sein. Die Rettungsmission könnt ihr vergessen. So viel Zeit haben wir nicht. Ich verstehe mich gut mit dem Commander der Republik, dem die Blockade untersteht. Ich kann euch ins Dorf rein und wieder rausbringen. Aber das müsst ihr euch erst verdienen, indem ihr ein paar Separatisten eliminiert, um mir eure Loyalität zu beweisen. Alles klar? Was beweise ich denn damit, dass ich Separatisten abknalle? Dass ihr selbst keiner seid. Die Republik lässt nämlich keine Sympathisanten der Separatisten daraus. Rekisdorf geht dank der republikanischen Blockade die Grundversorgung aus. Die Leute verzweifeln langsam. Ich stelle euch ein paar Notrationen zusammen. Die schmuggelt ihr Reki zu. Und er erzählt euch dann, wie ihr Skavak finden könnt. Reki ist in einem Versteck im Dorf Taloran. Ich schicke ihm eine Nachricht, dass er euch erwarten soll. Soldat! Soldat! Ich bin kein Soldat. Oh, ihr seid Zivilist. Aber ich kann trotzdem jede Hilfe gebrauchen, wenn ihr Interesse habt. Alles in Ordnung? Kommt mir vor, als gäbe es ein Problem. Einer meiner Jungs ist letzte Nacht bei der Wache eingeschlafen und die medizinischen Vorräte des Forts sind gestohlen worden. Wenn wir die Medikamente nicht zurückbekommen, werden ein paar gute Soldaten Ort Mantell wohl in Leichensäcken verlassen. Nur die Ruhe. Ich werd's schon nicht vermasseln. Die Schlafmütze behauptet, dass er gerade aufgewacht ist, als die Diebin geflüchtet ist. Er hat sie nur von hinten gesehen, aber sie sah aus wie eine Kata. Die Kata sind katzenartige Fremdlinge, die hier in der Nähe gelebt haben. Einige von ihnen wurden im Zuge der Kämpfe vertrieben. Ich glaube, ihr solltet eure Suche im Flüchtlingslager beginnen. Bitte beeilt euch. Das Leben guter Soldaten hängt von diesen Medikamenten ab. Chiholokota. Omitopi. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum hier immer sowas gesagt wird, wenn man eigentlich überhaupt keinen Thread da ausgibt. Okay, ich habe den Orientierungssinn an Kieselstein. Es tut mir leid, Raiso. Ich habe heute keine Medizin für dich. Es tut so weh! Ich weiß, aber im Moment kann ich nichts tun. Es tut mir leid, Kleiner. Hallo, tut mir leid, ich wollte euch nicht ignorieren. Aber hier herrscht gerade das absolute Chaos. Was führt euch ins Lager? Jemand hat Medikamente gestohlen. Ich suche den Täter. Ah, der schläfrige Wachmann muss euch geschickt haben. Ja, ich habe gesehen, wie er auf seinem Posten eingenickt ist und habe dann die Medikamente mitgenommen. Es ist zwecklos, es zu verbergen. Ich habe die Vorräte gestohlen, um den Flüchtlingen zu helfen. Jeden Tag sterben mehr von ihnen. Die Republik will einfach nicht helfen.
Als ich dann sah, wie der Wachmann eingeschlafen ist, habe ich zugegriffen. Aber die Separatisten haben mir die Medizin wieder abgenommen. Jetzt haben die sie und nicht wir. Okay. Also, hier ist die Abmachung. Ihr versprecht, dass ihr mir die Medikamente zurückbringt, damit ich die Flüchtlinge behandeln kann. Und ich sage euch, wo die Separatisten sind. Außer natürlich, ihr wollt, dass die Separatisten die Medikamente behalten. Da gehört mehr Mumm dazu. Das ist kein Spiel. Ich meine es ernst. Ich bin es leid, belästigt zu werden, nur weil ich keine Waffe trage. Wenn dieser Krieg die Leute nicht vertreibt, kommen die Soldaten und erpressen sie um Geld. Manchmal werden Leute vertrieben, nur um auf dem Weg hierher ausgeraubt zu werden. Das nennen sie dann Steuern eintreiben. Aber ich werde nicht zulassen, dass sie leiden müssen, weil zu wenig Medikamente da sind. Ich werde euch die Medikamente bringen. Tut mir leid für die Standpauke, aber ich hoffe, ihr versteht jetzt, dass ihr das Richtige tut. Der kleine Raiso hier wird jedenfalls sehr dankbar sein. Die Separatisten sind ins Dorf Taloran geflohen. Bitte beeilt euch, hier sind viele Leute, deren Zustand kritisch ist. Keine Bange, ich bleibe nicht lange weg. Gut, ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Danke. Hat man aber hier in dem Spiel nicht den Dialog, den man braucht. Junge, da gerade kein Alter. Nicht gerade das schönste hier, aber. Dorf, da, wo. Ihr seid zurück. Habt ihr die Medikamente? Das sind alle Medikits. Anscheinend haben die Separatisten nicht lange genug überlebt, um sie einzusetzen. Das hilft uns hier enorm weiter. Es ist wirklich schön, jemanden mit einem guten Herzen hier auf Ort Mantell zu treffen. Danke. Ich dachte schon, es gäbe überhaupt keine guten Leute mehr. Hey, das war doch ein Klacks.
Jeder noch so kleine Beitrag bringt uns weiter. Danke nochmal. Mag ja nicht wirklich in dem Stück auf Bedeckung, ja, die geht wohl. Und in dem Fall wenn wir uns jetzt dann endlich der Helm wieder zu Piloten da vorne. Sternkarte kann ich nicht aufrufen, solange ich mein Schiff nicht wieder. Schon was gehört? Dasselbe wie letztes Mal. Stellung halten, bei Beschussfeuer erwidern, auf Anweisungen warten. Was soll das werden? Ein Glotzwettbewerb? Wieso schicken Sie uns nicht einfach rein? Jetzt wart's ab und hör auf rumzujammern. Leiter. Aber was ich von uns will, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat das neue Projekt gefallen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.